Ein sehr interessantes Interview, das da den Skandal dann ausgelöst hat. Und zwar jenes Interview, wo die Schülerin sagt, Herr Waldhäusl, wenn es nach Ihnen ginge, würden 100% meiner Klasse, und sie verweist auf die Reihen hinter sich, nicht in Österreich sein. Und ich muss ehrlicherweise sagen, mich hat es auf meine vier Buchstaben gehabt. Dass wir mittlerweile Klassen in Österreich haben mit einem 100%igen Migrationsanteil, mit 100%, wo wir in den 90er Jahren eine Höchstgrenze einziehen wollten von 25%, weil wir wissen, dass die Sprache darunter leidet, weil wir wissen, dass Kultur verwässert wird, weil wir wissen, dass Identität geraubt ist, weil wir wissen, dass wir Ghetto-Klassen damit bilden, und über das diskutiert keiner. 100% dieses Mädchen verweist auf ihre Schulkolleginnen und sagt, 100% mit Migrationshintergrund. Ja, da frage ich mich, was ist in den letzten Jahrzehnten passiert? Ja, was ist denn passiert? Und da muss ich leider Gottes Herrn Waldhäusl, von mir zärtlich als Fichtenklo bezeichnet, durchaus recht geben. Warum? Weil dieses Antlitz von Wien sich tatsächlich verändert hat. Wo ein Hans Moser den Fiaker führte, haben wir heute am Praterstern die Messerstecher, die keiner braucht, die keine Bereicherung der Kultur von Wien sind. Wo, wenn man in der U6 fährt, erspart man sich die Weltreise inklusive Kabul und Bagdad, wenn man es genau wissen will, auch der kulturellen Eigenheiten, die uns diese Länder auch mitbringen, wie zum Beispiel ausgebildete Messerschleifer oder Hobbygynäkologen. So ist alles. Wenn wir nach Wien blicken, haben wir dort ein 14-jähriges Mädchen namens Leonie, das durch vier Menschen, die nicht zu diesem Wien gehören, tatsächlich nicht, vergewaltigt worden sind, geschändert worden sind, wie ein Müllsack tot an der Straße abgelegt worden sind. Wenn wir die Wiener Haftanstalten anschauen, dann haben wir dort einen Migrationsanteil von 50%, obwohl die Bevölkerung diese 50% längst nicht hergibt. Und da muss ich sagen, Hut ab vor Herrn Waldhäusl. Denn er hat in Wahrheit mit dieser unbedachten Äußerung, weil das ist natürlich nicht schick, wenn man ein 14-jähriges Mädel aufputzt, man muss ja als Politiker in der Öffentlichkeit immer der Heulsusen-Mentalität unterwerfen. Sind Sie so arm, sind Sie so lieb? Und alles, das hätte er wahrscheinlich machen sollen, dann hätte er sich das alles erspart. Aber Hut ab, weil jetzt führen wir Gott sei Dank diese Migrationsdebatte. Jene Migrationsdebatte, die unterdrückt worden ist, wo wir seit 2015 den höchsten Ansturm, Rekordansturm an Asylbewerbern, wieder an den Freunden und Freundesfreunden und Glückskindern der Frau Merkel in dieses Land bekommen. 215.000 Asylbewerber 2022. Das ist gut. Und vieles wäre unser Sport geblieben. Vieles. Wenn wir im Jahr 92 das Volksbegehren der Kaider Österreich zuerst umgesetzt haben mit Migrationsanteil 25%, Grenzen auch dicht zu machen, solange die Arbeitslosigkeit hoch ist und hätten uns vor allem in Wien, in den Ballungszentren Wien, Graz etc. für den Sport. Ich komme aus Graz. Sie, ich mag in Graz schon gar nicht mehr wohnen. Graz entwickelt sich zu einem schmutzigen, einzigartigen Glasschirmviertel. Glaubst du mir das? Ich glaube, Graz und will auch nicht, dass sie dort wohnen. Da will ich tatsächlich, dass unsere Städte erhalten werden, weil es gab einmal in den 90er Jahren, und damit bin ich beim Schluss, hat die FPÖ plakatiert, Wien darf nicht Chicago werden. Wir nehmen zur Kenntnis, dass durch Michael Ludwig ihre Gutmenschen, Toleranten, ihre gutmenschliche Liga Wien nun Kabul geworden ist. Okay, aber da braucht man nicht mehr nach Kabul reisen, wenn man Kabul vor der eigenen Haus hat. Wien ist Kabul und der Großmufti sitzt im Rathaus. Ja, gut, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber...